Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Wir fliegen heute von Israel wieder nach Hause, von den Oasentagen. Und diese Sendung haben wir im Voraus produziert. Schau auf unserer Webseite auf unser Oasentagebuch. Da kannst du unsere Reise nachverfolgen, wenn du möchtest. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute auch wieder ermutigen. Ist dein Brunnen verstopft? Lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Wir beten gerne für dich, wenn du Hilfe brauchst. Auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Ist dein Brunnen verstopft? Du sagst, du hast gar keinen Brunnen. Ich meine den geistlichen Brunnen. Ja, in der Wüste Judäa, wo wir in diesen Tagen waren, da ist so viel Sand, das sind so viele Steine und ist so viel nichts, wirklich nichts. Und wenn man in dieser Wüste unterwegs ist und hat kein Wasser, ist man recht schnell tot, weil man verdurstet. Man braucht da viele, viele Liter Wasser am Tag. Also Brunnen ist ganz, ganz wichtig in der Wüste. Wir können uns das nicht gut vorstellen in Deutschland, wo man den Wasserhahn aufdreht oder im Schwarzwald zu einer Quelle geht und alles ist schön grün. Aber so eine Quelle, die dort war, oder so ein Brunnen, wie dort in der Wüste war und heute auch noch Brunnen sind, die sind überlebensnotwendig. Und wir brauchen auch den geistlichen Brunnen. Wir brauchen Zugang zu diesem Brunnen. Aber wir in Deutschland haben auch so viele Dinge, wo wir Brunnenersatz haben, wo wir uns woanders das Wasser holen und aber nicht aus dem Brunnen, der eigentlich für uns ist. Und ja, damals die Philister, die haben bei Abraham die Brunnen einfach zugeschüttet und ein zugeschütteter Brunnen ist verstopft. Die Philister heißen heute Hass, Neid, Unvergebung. Also wenn du jemanden nicht vergeben kannst, das verstopft alles. Der Zugang zum lebendigen Wasser, zu deinem persönlichen Brunnen, der, wo das Wasser des Lebens fließt. Damals hat Isaak die Brunnen wieder aufgraben lassen. Und ich sage dir, es ist Hoffnung da, Hoffnung, dass Wasser da ist. Das steht im Wort Gottes, dass Wasser für dich da ist. Und ich sage dir, der Glaube ist die Schaufel, um den ganzen Schmutz rauszutun, um zu graben. Im Glauben darfst du graben und du wirst das lebendige Wasser finden. Du brauchst deine eigene Quelle. Schöpfe nicht Wasser bei deinem Nachbar oder sonst wo, sondern schöpfe Wasser an der Quelle, die bei dir ist. Danke, Herr. Herr, dass wir Wasser schöpfen dürfen, dass du es uns ermöglicht hast und dass wir von dem lebendigen Wasser trinken dürfen, Herr. Und wie es im Wort Gottes heißt, umsonst. Danke, Herr. Danke, Herr, dass wir es begreifen, dass wir einen freien, frischen Brunnen haben in unserem Leben. Amen. Amen. Und bevor wir hören, was Gott getan hat, möchten wir noch für Menschen beten, die ihr Gebetsanliegen an uns gesandt haben. Von mehreren Gebetsanliegen schreibt diese Frau: Ich bitte um Gebetsunterstützung für Heilung von Reizdarm und Hämorrhoiden, komplette Heilung von Corona für Tochtermann und mich. Und ich möchte das Rauchen aufhören, schaffe es aber ohne Gottes Hilfe nicht. Vielen Dank. Jesus, ich danke dir für diese Frau, die sich an dich wendet und die mit dem Darm Probleme hat, mit Hämorrhoiden und Reizdarm. Und ich danke dir, Jesus, dass du diesen Darm wieder in Ordnung bringst, dass dein Heilungsstrom fließt und dass dieser Darm wieder in deine göttliche Schöpfungsordnung zurückkehrt. Danke, Jesus, dass du der Heiler bist. Und ich danke dir auch für die Corona-Geschichte, die Nachwirkungen oder aktuell, ich weiß es nicht, aber du weißt es. Und ich danke dir, dass du diese drei Personen wirklich berührst, von diesem Coronavirus befreist. Danke, Jesus. Auch von den Nebenwirkungen oder was auch immer sich da auftut. Danke, Jesus, dass du der Herr bist, der auch da eine Lösung hat und auch da heilt. Und ich danke dir auch für das Rauchen von dieser Frau, die es aufhören möchte und die um deine Hilfe bittet, Jesus. Danke, Jesus, dass du ihr beistehst und dass sie wirklich diesen Drang
dass dieser Drang aufhört, dass wir diesen Drang entmachten, diesen Drang zu rauchen. Und ich danke dir, Jesus, dass sie frei ist von diesem Zwang und von dieser Rauchgeschichte. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und per E-Mail erhielten wir dieses Gebetsanliegen von einer Frau. Sie schreibt: Ich bitte um Heilung von Herz- und Kreislaufbeschwerden, damit verbunden eine Gewichtsabnahme. Hierzu erbitte ich Gottes Hilfe. Ich bitte um gesamte körperliche Gesundheit durch Gottes Gnade und Zuspruch. Und Jesus, ich danke dir, dass wir wirklich das zusprechen dürfen, körperliche Gesundheit durch dein vergossenes Blut. Und ich danke dir, dass du auch diese Herz- und Kreislaufbeschwerden wieder in Ordnung bringst, heilen kannst. Danke, Jesus, für deinen Heilungsstrom. Ich danke dir, dass diese Störungen aufhören und dass diese Krankheit besiegt ist am Kreuz. Danke, Jesus. Und auch die damit verbundene Gewichtsabnahme. Danke, Jesus, dass du auch da eingreifst und dass das alles in Ordnung kommt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen, wenn du Hilfe brauchst. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet. Eine Frau hat ihren Mann verloren und schreibt uns folgendes Gebetsanliegen. Guten Tag, mein Mann ist vor 10 Monaten gestorben. Ich bin traurig, verzweifelt und einsam. Er fehlt mir so sehr. Bitte um Fürbitte. Dankeschön. Ja, das verstehe ich. Und wir wollen auch wirklich Fürbitte tun. Und Gott möchte dir ganz, ganz nahe sein. Er möchte dich trösten. Er möchte dir auch den Ersatz sein an deiner Seite, dass du wirklich dich nicht alleine fühlst. Danke, Herr. Danke, Herr. Du siehst diesen Schmerz und auch die ganzen Erinnerungen und all das Schöne von der Vergangenheit. Und danke, Herr, dass auch dieser Frau wunderbar begegnest, Herr. Herr, mit deiner Liebe, mit deiner Kraft, Herr. Herr, mit deinen Möglichkeiten, Herr, die unendlich grenzenlos sind. Und lass sie wirklich, Herr, die Gunst verspüren, Herr, die in dir ist, die Liebe und, Herr, auch den Trost. Ich danke dir. Amen. Amen. Und eine Mutter bittet für ihren Sohn um Gebetsunterstützung. Bitte betet für die Freisetzung meines Sohnes von jeglichem, was mit Depressionen zusammenhängt. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du Jesus gesandt hast, um uns zu helfen, zu befreien und auch die Depressionen. Herr, ich danke dir dafür. Herr, lass auch diesem Sohn erkennen, dass es Möglichkeiten gibt, dass es eine Bandbreite, dass es richtig tolle Möglichkeiten gibt, Herr, da wo er sich eingeengt fühlt, wo er kein Weiterkommen mehr sieht. Ich danke dir dafür. Berühre du ihn und Herr, wir bitten dich auch um Heilung. Danke, Herr. Amen. Amen. Und Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Immer wieder bestätigen uns das Menschen, die uns ihr Zeugnis schreiben. Und da schreibt uns eine Frau: Eine Blase wurde geheilt, erzählt uns eine Frau aus der Mitte Deutschlands. Und sie schreibt: Danke für Ihre Unterstützung im Gebet für unsere Tochter. Ihre Blase hat heute Nacht Heilung bekommen. Sie kann wieder ganz normal ihre Blase entleeren. Wie schön. Und Befreiung von Rauchen und Alkohol, schreibt uns eine Mutter. Ich möchte mich nochmals für die Gebete für meine Familie bedanken. Mein jüngster Sohn hat mit dem Rauchen und dem Alkoholtrinken aufgehört und hat jetzt auch eine Freundin. Und gerade haben wir gebetet für jemand, der das Rauchen aufgeben möchte. Und das, was Jesus bei diesem jungen Mann getan hat, kann er auch bei dir tun. Und in einem unserer Gottesdienste in Bern wurde eine Frau geheilt an den Füßen. Sie schreibt: An beiden Außenseiten der Füße hatte ich große Schmerzen. Ich konnte fast keine Schuhe mehr tragen wegen der Schmerzen. Daniel hat bei einem Gottesdienst in Bern für mich gebetet. Der Schmerz verschwand danach fast vollständig und so ist es geblieben. Herzlichen Dank und Gottes Segen. Wie schön, wenn man wieder laufen kann. Gott schaut auch nach einem perfekten Arbeitsplatz. Vor einiger Zeit bat ich um Gebetsunterstützung für eine neue Stelle in meinem Beruf. Ein paar Monate später habe ich eine neue Stelle gefunden, die perfekt passt und für die ich Gott jeden Tag dankbar bin. Wie wunderbar.
Und Gott weiß um jede Situation und hat eine Lösung. Ich hatte um Gebetsunterstützung für meine Wohnsituation gebeten. Ich fühlte mich nicht mehr sicher. Nun sind völlig überraschend meine Untermieter ausgezogen. Ein Wunder und eine Gebetserhörung. Danke für die Unterstützung. Ja, und Gott hat immer Mittel und Wege und eine Lösung. Ja, das ist wunderbar. Dort, wo man die ganze Logik irgendwo anwendet und Logik nicht mehr weiterhilft, dann kommt Gott und hat eine Lösung, wo man sagt, auf das wäre ich jetzt nicht gekommen. Hast auch du was erlebt? Lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Melde dich, wir würden es gerne vorlesen. Ja, ich habe gesagt von den Quellen und ich sagte dir, prüf auch mal heute Abend oder vielleicht gleich, ob wirklich deine Quelle frei ist, ob sie frei gegraben ist oder ob irgendwie noch was drin ist, wo der Fluss verhindert, wo du ans Wasser hinkommst. Prüfe dich, weil es ist so wichtig, dass du die Quelle hast, das Original, das Wasser des Lebens. Schick uns dein Anliegen, wenn du Gebetshilfe brauchst oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Wie Isolde schon sagte, wir sind heute auf der Heimreise von Israel, sind auch am Sonntag wieder da. Und wenn du sehen möchtest, was wir in Israel erlebt haben, schau auf unserer Webseite in dem Tagebuch. Du wirst interessante Dinge sehen. Und wir verabschieden uns für heute und wünschen dir alles Gute und Gottes Segen. Bis bald. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.